U21 EM. Belgien gegen Italien. Die Italiener gewinnen 3:1 gegen die Belger. Wir gehen mal zum Spielverlauf. 1-0 Italien, 44. Halbzeit. 53. 2-0. 79. 2-1. Und in der 89. 3-1. 90. plus 3 rot. Sieg für Italien, mehr verdient. Statistisch gesehen sowas von. 8 Schüsse von Belgien, 24 von Italien. 3 Schüsse aufs Tor von Belgien, 7 von Italien. 41% Ballbesitz für Belgien. 59% für Italien. Italien hat auch mehr Pässe, eine höhere Passgenauigkeit. Weniger Fouls, weniger gelbe Karten. Also in allen wichtigen Statistiken war Italien besser. Damit ist Italien Zweiter. Und in dem Turnier kommt ja nur der Beste weiter, der sich ein Spiel Spanien-Polen entschieden hat. Da gehen wir gleich zu. Es kommt nur der Beste und der Zweitplatzierte weiter. Und aktuell ist Frankreich-Rumänien, also Gruppe C, sieht aktuell so aus, als ob die den besten Zweitplatzierten stellen. Italien kann hoffen, aber es sieht schwierig aus.